wir können, glaube ich, ganz zufrieden sein als Zwischenstand. Ja, wir haben wieder zu Null gespielt. Wir haben eine große Mentalität, besonders in der zweiten Halbzeit, gezeigt, auch wenn es nicht spielerisch kein Glanz war. Aber ja, es war, glaube ich, hinten raus einfach ein Fight. Es war, wir haben es über die Zeit gebracht, haben noch Chancen nach vorne gehabt, haben gute Konter gefahren, haben dann die Zeit runtergespielt. Wir können, denke ich, zufrieden sein, ja, und können Kraft sammeln und Selbstvertrauen sammeln für die nächsten Wochen. War heute ein dreckiges 1-0, sage ich jetzt mal, obwohl wir auch zum Ende des Spiels ja, das 2- oder 3-0 machen hätten können. Haben wir nicht gemacht, aber wir haben, ich glaube, das ganze Spiel über wenig zugelassen. Ich glaube, aufs Tor ist, ich weiß gar nicht, vielleicht eins oder gar kein Schuss. Deswegen war eine super Leistung. Klar, müssen wir am Ende den Sack früher zumachen, aber ich denke trotzdem, dass wir ja, jetzt 9 Punkte haben aus 4 Spielen und ja, weitermarschieren wollen. Ja, macht schon Spaß, wenn du es dann, wenn du hinten raus so dich überall reinhaust und du siehst, jeder tut es auch, ja, jeder macht mit. Und dann ist es hinten raus ein dreckiger Sieg, das stimmt schon. Wobei es mir lieber gewesen wäre, wir hätten noch das zweite Tor gemacht, weil die Möglichkeiten waren da. Aber es ist kein Problem, auch die, die wieder reingekommen sind, besonders Muni, sind überragend reingekommen. Also haben der Mannschaft geholfen, haben sich in Dienst der Mannschaft gestellt, haben ordentlich nach vorne gespielt auch und verteidigt. Und darum geht's. Die Haltung und die Einstellung der Mannschaft ist top. Wir sind auf einem richtig guten Weg, denke ich, und da müssen wir draufbleiben. Wenn die Fans da sind, das freut einen selber, das pusht einen nochmal, das holt die letzten Prozente raus und ich denke, das hat man heute auch gesehen. Ja, sind immer schöne Spiele in Dortmund, besonders Freitagabend. Ja, hoffe dann, dass wir mehr Fußball spielen, ja, weil gerade in der zweiten Halbzeit wir nicht so gut Fußball gespielt haben, nicht so oft den Ball hatten. Ich hoffe, das wird in Dortmund ein bisschen mehr der Fall sein. Aber wir nehmen Selbstvertrauen mit in dieses Spiel, wir nehmen die Einstellung mit in dieses Spiel und dann ja, freuen wir uns drauf. Ich liebe es irgendwie in Dortmund zu spielen. Ich weiß ja, dann noch Freitagabend, jeder schaut zu. Ich denke, ja, da haben wir einen Brocken vor uns, aber wir sind gut drauf, wir bereiten uns gut vor, wir freuen uns auf das Spiel und wollen natürlich dort auch gewinnen, ganz klar.